So, hallo und willkommen zu der Folge Minecraft Apollo hier zu der neuen Ausgabe hier Minecraft Apollo. Ich glaube, das ist 13 die Folge. Genau. Willkommen hier zu der neuen Folge Minecraft Apollo. Nämlich habe ich hier relativ viel zu sagen. Am Freitag haben wir einen Livestream gemacht. Unbedingt rechts oben auch beim ihr auschecken hier einen Livestream. Aber ich kann irgendwie runterfallen. Okay, hier bin ich beim Büro. Und genau, beim Livestream haben wir relativ viel gemacht. Wir haben zum einen hier, waren wir bei Easy mehr oder weniger. Und haben, weil Easy, ich weiß nicht warum Easy so dumm ist. Easy hat einfach hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, ihren Merch drauf gemacht. Und der Merch kostet eigentlich 200 Euro. Ich habe es zwar noch nicht beworben oder so. Also den Dings. Ich habe da unten jetzt so ein, irgendwo da unten, glaube ich. Ich glaube, das sieht sich gerade. Ist nämlich so eine Art Briefkasten. Da kann man so ein Dings reinhauen. Man kann hier einfach so 200 Dollar reinhauen. Und ein Brief, dass man Merch bewerben will. Und jetzt hat Easy dann einfach sich gedacht, YOLO, und hat sich einfach. Okay, ich bin gerade Level Up geworden. Hat einfach hier random den Merch hier aufgehangen. Und ja, deswegen bin ich hier leistungs so easy gegangen. Habe ich gesagt, ja, 250 Dollar, weil die, also 200 Dollar muss ich zahlen, wenn der Merch noch weiter also hier hängen soll. Also 200 Dollar plus 50 Dollar Gebühr, dass sie ohne Erlaubnis hier einfach Merch aufgehangen hat. Und genau. Und ich habe ja auch noch geschrieben hier, wenn sie das erweitern will, dass sie halt das 250 Dollar halt, wenn das noch draufhängen soll, soll sie 250 Dollar zahlen. Okay. Genau, das haben wir eigentlich in Livestream hier gemacht und genau. Und wir haben erfahren, hier gibt es nämlich ein zweites Zeitalter. Also, ich habe ein paar Quests gemacht, also Zeitalter 2, und da habe ich hier Mord, weil tötet einen Spieler mit einem kalten Klinge. Das habe ich schon gemacht. Und wir haben richtig viel Stuff hier auch gekommen. Das habe ich alles unten. Und genau. Hier gibt es auch relativ viele Dings hier. Zum Beispiel Streamer. Mache einen Apollo-Livestream. Das habe ich jetzt schon gemacht. Das heißt, ich kann das ready machen. So, okay, jetzt habe ich das. Ich habe schon richtig viel Dings. Terminator Totem. Okay, genau. Und ich habe was richtig Cooles, nämlich habe ich hier. Ich habe Goldie, also das Schaf von mir, habe ich ein Haus gebaut. Und davor wollte ich noch sagen, ja, das ist 30 Punkte Job hier für saftigen Merch. Wie gesagt, es gibt richtig viele. Es gibt auch einen Rucksack hier. Richtig cool, falls ihr in die Schule geht, könnt ihr Rucksack hier nehmen und eure Schulsachen hier reinpacken. Ist richtig cool. Ich habe das sogar selber jetzt auch zu Hause. Ja, hier gibt es auch noch Federmäppchen hier, eine Taste, die auch richtig cool und echt aussieht. Die sieht einfach am Bild merkt man gar nicht, wie cool die eigentlich aussieht. Und, genau, da gibt es auch solche Touren, also solche Hoodies, so wie immer, und solche Touren-Dings, solche Touren-Sackerl, glaube ich, sagt man in Österreich, Tourenbeutel. Und, ja, wie gesagt, du hast einen 30-Punkt-Job für saftigen Merch. Okay, oh, warte mal, die zwei Schilder habe ich nicht gemacht. Okay, Goldies Haus, ich habe nur Goldies Haus geschrieben. Oh, hallo Goldie. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Genau, ich habe hier mit Gold hier das gemacht und das Heu hat das irgendwie selber reingebracht. Und das mit geiler Wolle. Und jetzt ist auch eine richtig, richtig coole Aussicht. Und ja, genau, Gold hier. Warte mal. Aber Gold. Ich habe hier ein bisschen Gold hier. Schau mal. Oh, put. Ja. Hier ist ein bisschen Gold. Ja. Richtig viel Gold, gell? Ja, hier ist jetzt Gold hier. Oh lol, das ist gerade durch die Dings rein. Und genau. Wir müssen irgendwie Gold hier auch. Ich weiß nicht, ob Gold eine Mutter hat oder so. Und genau, ich habe hier schon angefangen, das Gras wegzugeben. Und habe einfach jetzt. Gold rennt noch nicht mit. Gut. Habe einfach jetzt solche gelben Streifen für solche Flugdings gemacht. Und ja, es ist so eine Art Flugplatz, soll das sein. Weil nichts kommt in den Mod rein in Apollo, dass hier Flugzeuge gibt. Das ist richtig cool nachher. Was ist denn scharf hier, hä? Warte mal, ich teste mal was. Goldie? Nein, nicht runterspringen. Böse. Nein, schau. Put. Warte mal, okay, da ist eh. Okay, ich mach's lieber nicht, okay? Schau mal. Put. Schau mal. Ah, ich glaube, das ist, dass es runtergeflogen ist. Nicht runterspringen. Oh nein. Nein, tu's nicht. Warte mal, ich mach was. Da ist eigentlich Wasser unten, also kann ja eigentlich nichts passieren. Oh, es ist runtergesprungen. Und unten ist. Na, es geht noch weiter, okay. Also da kann man runterspringen, okay? Oder mir fällt gerade auf, ich habe 200 Dollar. Okay, genau. Was ich noch sagen wollte hier, wollte doch die Dings jetzt durchmachen hier. Was ich noch für Quests habe. Okay, Briefkasten. Baut ihr einen Briefkasten? Okay, das habe ich jetzt auch schon mittlerweile. Kann ich auch gleich zeigen unten im Briefkasten, yo mei. Alter, ich muss unbedingt. Wo ist meine. Okay, da ist die Wall. Ich dachte mir schon, die ist weg. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 365 Geld, okay. Genau, ich glaube, in der nächsten Folge machen wir so eine Art Case-Opening oder so. Da machen wir die ganzen Kisten auf vom Livestream. Und, genau, so. Was haben wir noch für Quests? Haben wir schon irgendwas? Hey, schreibe einem Mitspieler einen Brief. Okay, jetzt kann ich auch den nächsten, vielleicht nächste Runde machen. Er hat einen Brief von einem Mitspieler. Okay, ja, das habe ich auch noch nicht.
wirklich bekommen. Taschengeld. Verdiene 100 Dollar nur durch Shops. Apropos Shop, ich habe auch unten einen Shop. Gucci Gang, eröffne einen Jonas30.Shop am Spawn. Lol, was? Ich kann echt hier Jonas30.Shop machen, wo ich echt den Merch verkaufe mit so einem Texture-Pack, gell? Okay. Was gibt's hier noch? Bob Ross. Zeig deinem Mitspieler ein Bild. Okay, das kann ich auch demnächst machen. Wohltäter. Richte etwas Gemeinnütziges am Spawn. Okay. Was auch immer das ist. Trolling. Trolling Mitspieler richtig hart. Ich weiß jetzt nicht, was richtig hart ist, aber muss ich auf jeden Fall dran, Dings. Okay, Photoshop. Photoshoppe einen Mitspieler und füge das Bild bei ihm ein. Okay, aber das ist eine richtig coole Quest. Lol. Und tot. Töte den Spieler mit einer Falle. Das habe ich eigentlich schon vorige Folge gemacht, aber das zählt nur einmal. Also vorige Folge. Was gibt's hier noch? Architekt. Craft eine Sägemühle. Ich weiß nicht genau, wie man die craftet, aber kann ich jetzt auch demnächst machen. Was gibt's hier? Herrscher. Erledige 30 Quests. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Quests ich genau mache. Genau, wir müssen hier noch zwei Quests, drei Quests machen. Händler und Team hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, und 30 Quests. Okay, das heißt, wir können hier eigentlich drauf gehen. 30 Quests. Herrscher, erledige 30 Quests. Okay, nice, dann haben wir das auch. Nice. Geht's irgendwie weiter? Oh, Leute, geht's weiter. Oh, hallo? Hallo, Zeus. ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub, weil irgendwie war Zeus im Urlaub. So, warte, ich geh mal jetzt Ding jetzt runter. Scheiße, hier Dings. Was zum Donner ist hier passiert? Was ist denn passiert hier? Diese Hades. Was denn? Du meinst etwa die Statue? Oh, was ist das für ein Zombie? Was ist das für ein Riesenzombie? Also die Hades. Ich habe ein Geschenk für dich. Was für ein Geschenk? Eigentlich Geld habe ich gerade genug. Er steht unten. Achso, du meinst den Zombie? Nein, das glaube ich nicht, oder? Haben wir jetzt wirklich den Zombie? Ist er böse? Ein Geschenk? Sein Name ist Zero. Ich glaube, der spricht was Zero aus. Hallo? Ich habe Angst, dass mich gleich one-hittet. Er ist gleich aggressiv, nur greift nur Gegner an. Okay. Hallo? Okay, das ist Lottmann. Zero, Leute, jetzt kommt eine Bossleiste, gell? Hallo? Okay, greift mich nicht an, okay. Ich glaube, das ist so eine Art. Kennt ihr Titus von Dings? Titus oder Titus, wenn man es ausspricht, von Flo? Ich glaube, so eine Art haben wir jetzt irgendwie. Okay. Alles klar. Oh, und da ist er schon wieder. Ja, das ist, ich meine, wenn du mir ein Feuerzeug gibst, könnte ich das eventuell hier wegmachen. Weil ich kann mal oben versuchen, die Blöcke wegzumachen. Weil ich weiß nicht, hier steht Hades, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Hades ist. So. Es kann schon sein, weil wir haben ja auch gekämpft hier. Okay, erstmal alles abbauen. Leute, jetzt gerade die kompletten Blöcke replaced. Oh nein, hast du noch irgendwie solche weißen Blöcke? Hast du noch Marble oder so? Gott. Dann könnte ich das gleich replacen hier irgendwie. Alright. Leider nicht. Okay, ja, schauen wir halt nachher. Vielleicht hast du halt für den Übergang halt keine Dings hier, keine. Oh! Untergangen. Dann hast du halt leider irgendwie keine Dings hier. Was ist das hier eigentlich für ein Block? Das ist irgendwie kein Körper hier. Purple Mushroom. Okay, wer kann wo Hades das her hat? So, aber ich hoffe, der Dings macht das echt hier. Also der beschützt mich jetzt anscheinend oder so. Wäre halt richtig cool, wenn er einfach jeden jetzt einfach killt. Alright. So, ich glaube, ich würde irgendwie sagen, dass jetzt brauche ich eine Dusche. Ja, nimm dir eine Dusche. Ich glaube, ich würde sagen, jetzt das lasse ich jetzt erstmal, weil es irgendwie langweilig hier. Ich mache das offscreen zwischen dieser Folge und nächste Folge einfach weiter. Und genau, ich wollte auch sagen hier, nämlich haben wir einen Livestream. Oh, er duscht jetzt einfach, oder? Ja, er duscht einfach, okay. Genau, ich wollte auch sagen hier, ich weiß nicht genau, was ich hier jetzt reinmachen soll. Der heilige Block von Goldie, okay, Wizard Boots, okay. Klick da noch ein bisschen was rein, keine Ahnung. Gib mir dein Gold, okay, ich weiß nicht. Wird mein Schaf intelligenter oder kommt es mir nur so vor? Weil er schreibt irgendwie schon Schilder und ich habe keine Ahnung. Genau. Wir haben nämlich die ganzen Chests hier ausgedingst hier wieder. Okay, Magenta haben wir jetzt. Magenta, Blockeridino, Yomea, Blocker. Genau. Und wir haben nämlich, warte mal. Stimmt, genau. Und wir haben uns, ihr kennt ja sicher noch mein Holy Bow. Flo hat den im Stream genommen und hat einfach ihn ins Bedrock, unterm Bedrock geschossen. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Und genau, Bogen hat Lemon gekessen und das ist jetzt zerschnitzt. Also muss ich mir, glaube ich, jetzt einfach wieder meinen alten Bogen, meinen Blastbow nehmen und, Okay, so, und das Schaf rennt wieder rum.
So, ich wollte noch schon einlagern. Und, genau, so. Ich habe jetzt schon richtig viele Chests hier auch, so. Alright, so, ich habe noch Dings. Dann machen wir, glaube ich, nächste Folge Case Opening. Jo, mehr Case Opening. Alright, so. Wir haben richtig viele Chests da noch, gell? Okay, mach ich mal so. Und, dann schauen wir mal nochmal, was wir für Quests noch machen können. Terminator Totem, keine Ahnung, was das ist. Oh, lol. Terminator Lottidol. Oh, lol. Oh, nein, ich hab gekillt. Was wollte ich nicht? Totem, was macht Totem? Kann ich jetzt hier hinsetzen? Lottidol. Okay, ich lasse sie mal hier. Keine Ahnung, was sie genau bringen, eigentlich. Mach ich nicht coole Geräusche. Okay, was kann ich hier noch für, Dings machen? Für noch für Quests? Was gibt's hier denn noch? Erforscher. Craft an Enchantment Table. Okay, ich habe, glaube ich, auch noch keine Obsidian. Architect. Craft eine Sägemühle. Was gibt's denn noch? Neuling. Erledige 40 Quests. Okay, das habe ich noch nicht. Aber stelle einen Mitarbeiter ein. Warte mal, Mitarbeiter? Soll ich mal einen Mitarbeiter einstellen? Kandidiere als Präsident? Was? Okay, das kann ich irgendwie, das kann ich vielleicht schaffen als Präsident. Bis jetzt 25 Chunks. Wie viele Chunks habe ich? Ich denke, ich habe viele. Wenn ich jetzt EG. Chunks. Ich habe, 32, okay, das heißt, die Quest kann ich claimen, Junge. Dann kann ich auch wieder eine World Chest hier. Okay, ich glaube, ich hole mir jetzt gleich auch noch richtig viel Chunks. $400 einfach. Okay, die machen irgendwelche komische Geräusche, die Monster hier. Dann gehe ich mal zu Spawn und hole mir mal richtig viele Dings hier. Und genau, Betops ist hier immer noch die Glatze, Junge. Genau, ich finde, hat mal geschrieben, dass ich irgendwie Tops so eine lange Frisur oder so machen soll, so lange Haare. Und genau, das ist mein Shop, den wollte ich noch zeigen hier. Nämlich habe ich noch kein Dings reingestellt, aber ich wollte hier noch Dings machen. Essen, genau, so, essen. Warte mal, ich muss genau so, muss ich, glaube ich, nachher Settings. Da muss ich ein Item, denke ich, reinlegen irgendwo. Warte mal, wie geht das? So. Da muss ich nämlich, was kostet ein Essen? $10, würde ich sagen. Das heißt, warte mal, so. Und, Price Tag. Ich mach $10. $10 ist annehmbar für eins. Ich sag halt, das ist gut, ja. Das ist ein relativ gutes Ding. $10. Ah, was soll ich, 5 machen? Ich mach mal $10, ja. Jetzt mach ich das so. Und, ja. Okay, das lass ich mal auf 1. Und, ja, passt eigentlich, oder? Okay, dann habe ich jetzt hier mal mein erstes Angebot hier als Essen. Da kann ich noch ein Dings reinmachen eigentlich. Ein Steak hier. Für den Preis von $15. $15 sind halt praktisch, wie soll ich sagen? Es sind halt teure Steaks, ja. Anderes, was kann ich noch verkaufen? Keine Ahnung, was kann ich verkaufen? Und genau, wir haben im Stream auch hier gedingst hier. Nämlich Summon Orb. Ich kann jetzt irgendwie ein Schwein hier, Dingsen, und ja, genau, 4 habe ich nochmal geschrieben, für das Werben der Werbung, für das Werben der Werbung an den Turm, einfach hier €200 und einen Brief da lassen. Ich glaube, ich habe noch keinen Brief, und genau, ich wollte jetzt erstmal noch Chunks kaufen, und ich habe ja auch so kleine Schilder gebaut für den Burger-Dings, einfach richtig cool, Essen und Frisches. Und ich habe 6 Tote, weil Flo hat mich ein paar Mal gekillt, und jetzt ist ja gerade nicht, wie viele Chunks die alle haben. Warte mal, wie viele Chunks hat Flo? Ich glaube 44, gell? Ich habe 33, okay. Das heißt, ich nehme, glaube ich, okay, die 100 Scheine lasse ich mal. Okay, ich kann jetzt 9 kaufen. Wie soll ich mir kaufen? Ich komme mal 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 5 reicht erstmal. Okay, wir haben noch $310. Alles gut, alles gut. Muss ich schauen mal hier bei Flo auch noch, ob Flo hier irgendwie irgendwas zum Kaufen hat. Genau, und hier war das Loch, was bis zum Bedrock geht. Okay, ich 3 voll. Danke, so, nice. Genau, ich wollte auch schauen hier, was hier bei Flo noch zu kaufen ist. Okay, genau, nämlich Hamsemensohn, das wollte ich eigentlich kaufen. Hamsemensohn gesehen. $15, das ist richtig billig. $15, 10 und so, $15, easy. Das heißt jetzt Change und jetzt einfach hier, wo ist er? Darknet, haben sie meinen Sohn gesehen? Wo ist denn jetzt, haben sie meinen Sohn gesehen? Ah, hier ist er, haben sie meinen Sohn gesehen. Nice, haben sie meinen Sohn gesehen, mit Knockback 2 einfach. Okay, das heißt, wir können hier einfach Tops oder so einfach wegschmeißen hier. So ein Knockback-Stick, richtig cool, gell? Genau, ich weiß nicht, Tops hat, glaube ich, noch keinen Shop hier, aber Tops sieht auch so witzig aus mit der Glatze, gell? Also unbedingt Like da hier, wenn ihr mehr von den Trolls hier wollt. Das heißt, genau, wir haben jetzt genau 5 Chunks, nehmen wir mal, genau 5 Chunks gekauft. Oh, ich habe hier gerade Dings. Gibt's hier Essen? Ja, ich habe Essen.
Eine Sekunde. Warte, ich glaube, ich habe kein Essen mehr. Das ist ein bisschen blöd, warte mal. So, und wie gesagt, wer den Fanarts machen will, also Fanarts machen will, Jonas30_official auf Instagram und Jonas3300 auf Twitter. Alright. Das heißt, habe ich Essen? Hier ist noch irgendwas gedingst. Ja, ich kann dir was geben, Gott. Ja, ein bisschen was zu essen, aber nicht mehr so viel. Ich muss unbedingt eine Farm bauen. Gott, wo bist du? Wenn ich es wissen dürfte. Oh ja, bei der Dusche, okay. Ich hab Hunger. Ja, hier ist so ein bisschen was zu essen. Ich habe selber fast nicht mehr, hier kannst du mal essen. Okay, Leute, wir müssen unbedingt irgendwie so eine Art Bar oder irgendwas bauen. Irgendwas bauen, wo es Essen immer am Vorrat gibt. Vielleicht kann sich doch irgendwie Dings Zeus auch irgendwie ernähren. Ich wollte schon Ton ernähren. Dass Zeus sich irgendwie mit Dings ernährt. Ich kann auch irgendwie Ziegelsteine für Tops oder so machen. In die Bar, dass man irgendwie generell in so ein Essensbar. Ich glaube, wo der gerade hingeht. Ich glaube, ich gehe in eine Mine oder so. Alright. Genau. Eigentlich würde ich jetzt sagen, das war's schon für die Folge. Lasst unbedingt ein Like und Abo da für mich hier. Ja? Und wie gesagt, Jonas30.shop, das heftige Merch hier. Ich habe schon gesehen, ihr habt ein bisschen was gekauft. Unbedingt Jonas30_official hier auf Instagram mich taggen, wenn ihr hier irgendein Merch-Produkt zu Hause habt. Und ja, recht viel haben wir gestimmt, dass ich irgendwie einen Hund zu Weihnachten wünsche, was sich extremst einfach freut. Wie gesagt, Jonas30.shop für den saftigen Merch und hier für den saftigen Tasse hier mit dem Federmäppchen. Wie gesagt, einfach erster Link in der Beschreibung, dann kommt ihr direkt zum Merch und könnt ihr Instant kaufen. Wie gesagt, lasst ein Like da und ciao!